Hallo Leute, das Wetter stimmt. Ich bin mit meiner Ciao unterwegs und ich zeige euch heute noch mal ein paar Sachen zum Thema Starten. Denn es gibt noch ein paar Ergänzungen zu meinem Video, das ihr vielleicht kennt. Also viel Spaß dabei, los geht's. So, und da steht die Ciao nun in ihrer vollen Pracht. Mein Agent Bobby Einsatzfahrzeug. Ja gut, was das Starten anbetrifft, bleibt natürlich eigentlich alles beim Alten. Benzinhahn aufdrehen, Choke reindrücken, losstrampeln und so weiter. Dekompressionshebel drücken und dann kommen lassen. Aber ich habe die Maschine in meinem alten Video ja im aufgebockten Zustand gestartet. Das heißt, ich habe mich hier oben auf den Sattel gesetzt. Und da lastet natürlich das komplette Körpergewicht hier auf diesem Metallständer. Und die Gefahr ist natürlich, dass die Dinger dann mit der Zeit verbiegen. Habe ich auch schon bei etlichen Chaos gesehen. Hier ist auch schon ein Ersatzständer reingekommen, weil mein Vorbesitzer ein bisschen, naja, ein paar mehr Kilo auf den Rippen hatte. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich die Felgen hier verbaut habe, denn die Speichen waren zur Hälfte alle gebrochen hinten, als ich die Karre gekauft habe. Jo, und was nun ganz eklig wird, ist, wenn die Aufnahme von dem Ständer am Rahmen dann ausnudelt durch die ständige Belastung und dann oval wird und nicht rund, dann schlägt dieser Ständer hier ständig aus, kippelt und dann wird es ganz unangenehm und die Reparatur ist ziemlich mühselig und undankbar. Jo, ein Zuschauer von euch hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Hinterrad voll in der Bewegung befand, als ich dann abgebockt habe und dann auf den Asphalt geknallt ist. Das ist natürlich nicht gut fürs Getriebe. Da hat derjenige total recht. Und wenn man ehrlich ist, die meisten Chaos sind nicht so super eingestellt, beziehungsweise wenn man startet und den Choke gedrückt hat, dann ist die Drehzahl oftmals relativ hoch und das Hinterrad bewegt sich dann schon. Und jedes Mal, wenn es dann auf den Asphalt scheppert, leidet das Getriebe und die Lager damit natürlich auch ein bisschen. Deswegen macht es durchaus Sinn, eine Chao in der Bewegung zu starten. Und das ist nicht nur besser für die Bauteile, sondern es sieht auch verdammt cool aus und ja, wird dem Fahrzeug auch einfach gerecht, denn wir haben ja die coolen Pedale und dann hat man so ein bisschen diesen Fahrradcharakter, wenn man die Kiste anschmeißt und das zeige ich euch jetzt. So, eine Chao während der Fahrt starten ist ganz einfach. Ihr achtet darauf, dass ihr den Mofa-Gang drin habt, also nicht den Fahrradgang, sondern als Mofa. Ihr wollt ja auch gleich starten, das heißt, dieser Hebel muss vorher mal nach unten gedrückt worden sein, sodass eben entsprechend die Einheit hier auch Verbindung hat mit dem Motor. Dann gilt wie im anderen Video natürlich das Gleiche, Benzinhahn auf On. Falls die Kiste kalt ist, dann den Choke reindrücken. Ich brauche es jetzt nicht, weil ich gleich mit dem warmen Motor starte, dann radelt ihr erstmal ein bisschen los mit der Maschine mit gezogenem Dekompressionshebel. Ganz einfach, dass der Widerstand im Motor geringer ist. Da könnt ihr mehr Tempo aufbauen mit den Pedalen und dann lasst ihr den Hebel hier kommen und dann springt die Kiste hoffentlich an, sonst wird es vor dem Eiscafé peinlich.